So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Medieval Dynasty. Weiter geht's mit dem Let's Play. Hey, hallo, ich rede gerade. Ja, gut. arbeite mich einfach voll. Streue ich noch. Zurück bei Medieval Dynasty. Ich habe mich ans Konzept gebracht, Alter. Wir sind wieder zurück. Und weiter geht's mit dem Let's Play. Ich muss Tierfutter kaufen und Weg buggert gerade noch unsere neue Angestellte an. Das hört sich so falsch an. Da wir aktuell noch keine Arbeitsgesetze haben zu dieser Zeit, scheint das völlig in Ordnung zu sein. Ich stelle gerade die Tatsache fest, dass ich sie erstmal anbaggern wollte, bevor ich sie Warte, wir haben Haferkorn. Ich wollte Tierfutter ja holen. Warte, ich brauche Haferkorn dafür und... Mein Gott. Haferkorn. Ich muss noch mal gucken, was wir brauchen zum Tierfutter machen. Aber ich muss langsam das ans Tierfutter rankommen, weil sonst stellen uns die Hühner weg. Also, was brauchte ich denn fürs Tierfutter? Höchstmögliche Zuneigung reicht. Geh doch! Und Roggenkorn. Haferkorn und Roggenkorn. Hafer haben wir hier. Und Roggenkorn haben wir hier. Okay, ich kann ein bisschen was kann ich machen. Oder? Ja, die haben wir gefunden, das Haferkorn. Wenn so, sie hat sich von mir so lange vollabern lassen. Verdammt, Stroh. Ist jetzt seine Frau? Ist meine Frau. Wundervoll. Lässt du mich in Ruhe, wenn ich ja sage? Ja, natürlich. Ja, dann will ich mit dir. Also. Wir machen Tierfutter, meine Damen und Herren. Sonst sterben uns die Hühnerchen weg und das wollen wir nicht. Das will niemand. Niemand. Unsere schönen neuen Hühner. So, wie kann ich sie jetzt zu einem... einem Haus zuweisen. Du gehst auf Verwaltung und dann deine Frau und dann guckst du, welches deines Haus ist und dann meist du sie da rein. So. Wo? Also wir haben den Trog gefüllt. 23%, das muss deutlich mehr werden auch. So, so soll, sie soll erstmal in den Hühnerstall arbeiten. Haus? Warum kann ich sie meinem Haus nicht zuweisen? Ist bloß nicht, dass mein Haus zu klein dafür ist. Nein, ist es nicht. Muss einen anderen Grund haben. Letter G. Hä? Der Typ hat keinen Namen. Okay. Einfach darf ich mal schnell? Aha. Ihm's Verwaltung gucken. Ja, also, Navoya heißt seine Frau. Jawohl. Symbol. Haus. Familie weg, Platin. Haus zuweisen. Kein Gebäude. Ich muss eventuell zu meinem Haus selbst hingehen und das dazu lassen? Nein, 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 nein. Wir laden, ich speichere mal schnell, wir laden die Instanz mal schnell neu. Alright. Hast du gespeichert? Ich habe gespeichert. Wir müssen hier schnell gucken, ob es ein Speicherladenproblem ist. Das hat das Spiel im Coop-Modus nämlich noch ein bisschen. Jetzt, wo es in den Kinderschuhen steckt. Wait. Ist das etwa das... Oh. Mein Gott. Kappa. So, wir laden, wir laden. Oh.
Und dann werden wir gleich sehen, ob sie automatisch zugewiesen wird oder immer noch das Problem hat. Oh, oh. Und? Ich kann sie aber einem der vier Häuser zuweisen. Das ist merkwürdig. Ich habe ein Doppelbett, hallo? Nein, das ist gut. Bro? Einfaches kleines Haus, 0 von 3. Bewohner 1 von 4. Einfaches kleines Haus. Jetzt weiß ich nicht, welches dein Haus ist. Das neben dem Brunnen. Nein, bist du hier, hier in der Liste. Oh, aha. Ja. Einfaches kleines Haus ist jetzt nicht beansprucht von dir. What? Ja, musst du nochmal schnell beanspruchen, weil du in meine Instanz lädst. Wow, okay. Dann. Soll ich dir dem Haus schon mal zureißen? Nein. Nee, warte lieber. Was kostet die Kutsche nach Hause? Der ist unterschiedlich. Aber du kannst nicht bis zu uns. Du kannst nur nach Piastovia. Kannst auch gerade so gelaufen. Ich laufe, schwimme und kämpfe mich durch die Welt durch. Sache, ich komme nach Hause. Was kosten denn die Leute eigentlich, wenn wir die einheulen wollen? Vielleicht ist noch irgendeiner dabei hier, der was taugt. Anheuern? Ja. Die kosten nichts. Wir brauchen nur ein Haus für die. Okay, es gibt ja noch ein paar Häuser, also. Nein, wir haben keine. Wir haben, also, die müssen wir bauen. Jemand ist sehr unzufrieden. Okay. Hier ist eine Stufe 3 Jäger. Brauchen wir noch einen Jäger? Aha, ich weise sie deinem Haus jetzt zu. Jetzt hat das Spiel gecheckt, dass du Familientransfer. Ah, ich transferiere dich, also die ganze Family. Ja, das eine Haus ist leer. Das ist gut. Ja. Ja, ich habe euch beide jetzt zugewiesen. Seid jetzt beide da drin. Die ist jetzt noch unzufrieden, aber das dürfte sich jetzt dann gleich deutlich bessern. Okay. Ich weiß nicht, ob wir sie als Tierzüchterin brauchen. Was kann sie denn? Ich habe sie erstmal quasi dort zugewiesen. Ja, okay. Also warte, dann müssen wir mal kurz gucken, dass sie die Sachen auch anständig macht. Also ich würde mal sagen, Federn machen wir mal gar nicht, ne? Hier Eier und so. Ja. Eier, viele Eier. Brauche noch mehr Eier. Eier. Wir können die Jagdhütte verbessern. Sehr schön. Das wäre dann die Stufe 2 Jagdhütte. Da sehe ich uns schon eher, ne? Soll ich die alte abreißen, die neue hinbauen? Jein. Warum jein? Baut doch einfach die zweite hin. Jedes Haus kostet uns Steuern. Oh, ja. Ich hab ein kleines Bärenproblem. Hier ist schon geplündert worden. Ich schwimme! Tschüss, Bär. Du kannst nicht. Halt's Maul! Ich jag mich im Wasser! Renn! Gut. Halli Mauli. Für einen Moment noch. Ich hab die Eisenbarren noch dabei. Was? Die Federn wollte ich verkaufen, gehen, stimmt. Ja.
mich hier nicht upgraden kann auf die 2. Putzen, Reparatur, Putz entfernen. Nein, geht nicht. Ich will jetzt nicht, dass ich wüsste. Verwalten. Nein. Nein, nein. Nein. Ich kann sie nur, wir können sie nur verputzen mit Tonbewurf. Nein, lass es, lass es, lass es, jag mich nicht. Ich krieg 50% der Ressourcen wieder, von daher. Schon okay. Really? Essen jetzt 2, natürlich. 3. Alex, willst du nicht zufälligerweise in meine Richtung ein bisschen laufen? Geht leider nicht. Ich weiß, wo sind die Baumstämme denn jetzt hin? Ah, die rollen da runter, lol. Alter. Nehmen wir das wieder mit. Gibt es jetzt eine Jagdhütte? Die genauso groß ist wie die alte, lol. Oder? Tja, ich bin wieder zu Hause. Let's go. Tja, so schnell ist mein Hammer kaputt. Also, was können wir denn hier basteln? Was? Zum Henker? Was denn? Können wir nicht über das Warmine eine Stufe 2 auf 1 platzieren? Das weiß ich nicht. Müssen wir mit den Häusern nachher ausprobieren. Es kann sein. Also ich habe auf jeden Fall noch irgendwie 1000 Bohnenkorken zu Hause. Okay. Okay. Das Dorf nimmt langsam schöne Gestalt an. Wir können es gleich beim Haus ausprobieren, ob man das zweite drüberlegen kann. Wie meinst du? Wie wieder? Wie meinst du das zweite drüber? Ich hab noch eine Bronze. Ja? Wie meinst du? Das habe ich gerade genauso gefragt.
Hä? Ach, die bringt ja alles hier rein. Axel. Oh. Digga, echt jetzt? Hä? Yes, warum? Dass er mir jetzt kommt mit, ah, die bringen alles hier rein. Ja! Können es eventuell mal auch mal dahin bringen, wo es hingeht, ungefähr. Halt, Wünsche hat er wieder. Natürlich. Da war der Strauch. Natürlich. Immer doch. Ja, sind unsere Väter. Ich habe Mehl dabei übrigens und Roggenkorn. Dann auch Flachs. Flachs sind. Kohlsamen sind hier drin auf jeden Fall. So, wo ist die Küche? Da ist die. Was treibst du da? Ich hab Tierfutter tatsächlich ein bisschen was. Ja, dann bei den Hühnern reinschmeißen. Die Hühner? Ja. Habe ich vielleicht auch Tierfutter irgendwo gefunden? Können wir eigentlich mittlerweile Eimer machen? Das weiß ich nicht, muss ich nachgucken. Müssen wir nachgucken. Haben wir hier Gewinnung, Lager. Oh! 90% Vergiftung! Nee, du lass das mal. Das klappt beim Lager. Das ist guter Tipp, danke Chat. Wir können das Lager upgraden auf Stufe 2. What the f- Da bin ich jetzt überladen. Achso, weil ich die ganzen Sachen zu mir genommen habe dadurch. Ja, das wird nur aus Holz gebaut hier, hä? Aha. Aber dafür ist es stabiler. Und sieht besser aus. Das wird. Wie bitte? So aussieht das wird. Oh, ja. Warum kann ich mich nicht bewegen, Mann? Übergebe ich den Games, wer das auch immer reinbringen musste. Kann mich immer noch nicht bewegen. Aber das wird richtig schön aussehen. Hör mal, wer da hämmert. Ich glaube, ich schon wieder nicht rein. Steh mir bitte nicht im Weg, sonst haben wir dir gleich an den Kopf. No! Ja, das sieht eindeutig besser. Also mal einiges besser. Wack will Nex hämmern. Hier passieren komische Dinge. Vor allem, das Irre ist ja, wir waren beide eine Frau. Ich verstehe nicht. Okay. Was? Würde ich den Song vom. Fuck, wie ist das? Brokeback Mountain oder wie ist das? Wie ist der Film? Brokeback Medieval Dynasty. Nice! Sweet! Ich hasse dich. Echt, ich auch.
so gerne ins Gesicht punchen, weil er jedes Mal die Truhe aufmacht, wenn ich was reinlege. So. Nein, lass mich in Ruhe. Look at my feet work, look at my feet work. Ja, also es sah wirklich gut aus, wie du da rechts, links dann so. Schwer beeindruckt, war schwer beeindruckt. Oh Gott, ey. Brauche ich nicht. Okay, was brauchen wir? Was können wir eigentlich nochmal neu machen? Was ist da neu? So, Materiallager haben wir jetzt gemacht. Okay, das nicht. Das können wir nicht aufwerten. Das auch noch nicht. Das können wir aber machen. Was haben wir? Schmiede. Hier. Wie viele Bretter brauche ich wohl? Pro Dach 8, 16. Wie gehen wir mit 16? No way. Okay. Was denn? Ich habe die maximale Lagerkapazität in meiner Kiste. Wir brauchen mehr Häuser. Wir brauchen mehr Leute. Eindeutig bin ich dabei. Wie sieht's aus, wenn du und ich wir beide ein Bier trinken am Feierabend? Ich weiß, ich verstehe den Zusammenhang zwar nicht, aber okay. Ich habe einfach Bier gefunden. Ich dachte, wir saufen ein bisschen was. Let's go. Magst du mir... Nein, was? Okay, ich trinke kein Bier mit dir. Acht Bretter hier hochbringen. Wo ist hoch? Hier oben, wo ich bin. Da, wo die Jagdhut ist. Alright. Nur acht? Nur acht. Kann noch ein paar Baumstämme mitnehmen. Ja, ja, gerne. Acht Bretter und wie viele Baumstämme? Ja, viele. Also, wir wissen nicht alle tragen können, die wir brauchen. Oh Gott, ich bin dem Tod nur knapp entkommen, weil ich vergessen habe, dass die Bäume töten können. Kann ich nochmal sagen. Okay, das war noch zu viel. Natürlich. So. Auf geht's zur nächsten. Wir müssen noch Beeren abgeben. Das sieht ja geil aus hier. Das sieht ja richtig geil aus. Mit den Hühnern? Ja, Mann. Mhm, einen kleinen Zaun drum gebaut. Ultra cool. Vor allem auch die Felder direkt dahinter auf dem Weg. Das ist ja ultra nice. Mhm, kommt gut. Ich kann viel weiter hoch können wir anyway nicht bauen, weil ab da dann der Hang zu steil ist. Und ich dachte mir, da wo es zu steil ist, machen wir noch Obstplantagen in die Richtung. Naja, die sieht auch viel besser aus, die Jagdhütte. Das ist die letzte Jagdhütte, die wir bauen müssen. So, ist maximale Stufe? Ja, Stufe 2 ist das höchste. Verstehe. Aber eine Kupferachse ist schon ziemlich geil. Kann man den Ding eigentlich reparieren? Nein, muss eine neue machen. Schade. Wir hätten eine Schmiede. So, im Vergleich zu einer Steinachse hält das Ding Ewigkeiten gefühlt.
Ja, und ist auch schneller. Du brauchst weniger Schläge, bis du den Baum kaputt hast. Okay. Wie viele Bänder haben wir noch zu tun? Ah, das weiß ich nicht. Ich hab hier gerade was. Okay. Ich würde auch gerne schon in die besten, zu den besten Häusern gehen, aber wir brauchen hier noch 400 Punkte in Bauen. Und das sind ein paar Häuser. Besten. Ja, also alles zählt in Bauen rein, ne? Wenn wir hier die Jagdhütte fertig haben, zählt das auch in Bauen rein. Dann schau mal bitte, wie viele Punkte wir jetzt haben. Vielleicht schreibt das freundlicherweise jemand im Chat rein. Dass wir quasi die Zahl drin haben. Oder wir schreiben es selber, wir haben auch in Game Chat. Wie viele Punkte das gibt, wenn das Ding fertiggestellt ist. 1109,5. Alright. Danke, Cookie, fürs Reinschreiben in den Chat. Wir brauchen hier oben noch... Hier... Ist fertig. Die Seite noch zwei. Oh. Stehbaum. Ah! Oh, Mann, Entschuldigung. Ich bin schwer verwundet. Komm her, ich hab was für dich. Komm her. Hier. Friss es mal. Ich wurde chipated. Ich wurde chipated mit Pflanzen. Ja, isst das mal. Heb das da mal auf, ja. Und zack. Boom, tot bin ich. So ist die Geschichte, ne? So wurde, so Romulus und Remus, ja? Aber mal anders. Oh mein Gott, ey. Alter, zuerst jagte mir eine Axt ins Genick und danach in einen Baum auf den Kopf. Nee, ist gut. Nicer Dude. Ich bin so froh, dass ich ein Dorf aufbauen soll. Ich meine, Fehler passieren. Hast du die Jagdhütte fertig? Ja, hab ich. Okay, 116,7. Ja. 6,7? Also 60,7 war's? Ja. Okay, es gab gute 50 Punkte. Also Felder geben übrigens auch und Plantagen würden theoretisch auch geben. Ich würde ja fast sagen, dass ich mal gucke, dass wir ein paar Plantagen in Angriff nehmen. Und ich überlege, dass noch eine weitere, also wie viele Parzellen von den Feldern wollen wir eigentlich machen? Also ich wollte schon groß denken, ne? Ja. Das heißt, ich hätte hier sicher nochmal eine 50er hier nach rechts rüber genommen, weil das ist eh viel schräg. Und auf der Seite wahrscheinlich auch nochmal. Dann kann man sich immer noch überlegen, ob wir hier noch eine Schräge so machen. Auf der anderen Seite wollte ich irgendwo, obwohl das ist auch alles zu schräg. Also ich mache die Felder aus dem Grund, weil die Felder auch ins Bauen reinzählen und ich dachte mir, dann können wir die einfach jetzt schon mal reinballern. Und wieder for life? Nein. Nicht? Ja, der Sommer ist eh bald vorbei, von daher. Ach so. Oh, das war aber wirklich alles ein reiner Unfall. Klar. Nee, okay, Scheiß, das war wirklich nicht beabsichtigt. Ja, natürlich. Mal ausnahmsweise mal. Ja, safe. Yeah, really. Ah ja. Verdorben. Ah, ist eigentlich ziemlich gut, dass wir so viel Fleisch haben, was demnächst alles verderben wird. Oder machen wir ein 100er Feld. Beeren abgeben nicht vergessen, ja, müssen wir noch. Willst du die schnell abgeben gehen? Weg? Na, Milady. Was? Die Beeren? Ja. Hast du die dabei?
Ich hab 82 dabei. Oh. Wofür? Ich guck mal, Terralager. Ich sammel die auf dem Weg, ich geh sie abgeben, ist gut. Mach ich, ne? Oder so. Wir machen Folgendes: Wir lassen die Karotten noch fertig wachsen. Dann reißen wir das Feld ab. Und dann ziehen wir ein komplett neues Feld, 100 Parzellen, von der Straße nach rechts weg. Was hältst du davon? Alright. Finde ich gut. Okay. Und wenn die Zwiebeln und das andere auf der anderen Seite fertig ist, reißen wir das 50er Feld auch ab und machen ein 100er draus. Dann haben wir 200er Felder. Finde ich richtig gut alles. Ich verstehe nichts davon, aber richtig gut. Ich sag's mal so, ich habe halt keine Relation zu den Größen. Eine Parzelle ist ein Feld, da kann eine Zwiebel gepflanzt werden. Beziehungsweise dann kommen 4 Zwiebeln raus oder so. Ja, das ist gut. Aber da wir sehr viele verschiedene Sachen haben, dachte ich mir, wäre vielleicht nicht schlecht. Warum fauchst du mich jetzt an? Nice. Weil wir können das so oder so selber so einteilen, wie wir wollen. Ne? Also wir können große Felder machen. Und ich meine, so ein 100er Feld, wo Weizen drauf ist, glaube, das sieht richtig gut aus. Soll ich mal diesen Boden hier verlegen, zentral? Boden? Ja, den Boden. Wenn du möchtest, ja, klar. Das Haus, was da, also das ist ja dein Haus, das reißen wir irgendwann ab, da kommt was Schöneres hin. Aha. Scheiße, mir ist auf die Schnelle nichts Blödes eingefallen. Ein größeres Haus dann natürlich und das wird dann ein bisschen mehr an die Straße rangehen. Dann brauchen wir den Brunnen da anyway nicht mehr. Also ja, klar. Richtig. Aber reißen wir anders auf, dann gibt es ja auch wieder Baupunkte, von daher. Greift der mich jetzt? Bist du? Ja, du hast ihn angegriffen. Oder du hast den Futter angegriffen, erstmal. Alles zurückzuführen auf den Arbeitsunfall, seit da bin ich sehr schwach und ein Fuchs kann mich reißen. Ergo, Wack ist schuld. Oh mein Gott, wie mir. Scheiße, jetzt hat der mich echt gekillt. That's me. Was für Uhrzeit haben wir? Ja, es wird aber knapp mit der Zeit. Ich habe ihn nicht angegriffen. Der hat mich aus dem Nichts angegriffen. Ich glaube, der hatte Tollwut. Bleib bitte aus dem Dorf raus. Danke. Erreiche die Weiler Entwicklungsstufe. Unser Dorf ist gewachsen vom kleinen Bauernhof auf was anderes. Weiler. Jetzt sind wir ein Weiler. Chat, was ist ein Weiler? Ich hab keine Ahnung. Ein kleines Dorf, okay. Ich kannte den Begriff nicht. Ein Weiler ist ein kleines Dorf. Dann sind wir jetzt offiziell ein kleines Dorf. Nice. Sehr gut. Oh. Ich habe den Brunnen jetzt tatsächlich direkt an der Straße gebaut. Ja, ist okay. Yeah, ich weiß nicht. Das ist halt auf deine Linie. Der anderen Häuser von da. Ja, wenn du magst, änders. Ich glaube, dafür bin ich jetzt zu faul. Okay. Oder?
kleines Dorf. Achso, ich wollte eigentlich gegen das andere hier. Okay. Ah. Ich glaube, ich weiß, warum ich das letzte Mal ihm angestoßen habe. Ich habe ihm die Beeren gebracht und dann haben wir direkt Wein hergestellt oder so. Ich bin wegen der Krähenausschreibung hier eine recht merkwürdige, muss ich sagen. Diese verrückten immer wieder mit diesem Unsinn zu mir, wenn es nach ihm ging. Ginge, würde er unsere Palisaden mit Vogelscheuchen bestücken, seufzt. Hoffen wir, dass ihn das Töten von ein paar dieser Vögel für eine Weile beruhigt. Wie ist das Geld für deine Mühe? Hoffentlich erkauft es mir eine Weile Frieden. Keine Ursache. Moment, bin noch nicht fertig. Hier sind die Bären. Oh, ich kann dir versichern, dass dieser Krieg niemals enden wird. Aber verdammt, sollen wir alle sein, wenn wir jemals aufhören, es zu versuchen. Prost. Auf dein Wohl! Ja, schon wieder. Du darfst schon wieder saufen und ich nicht, oder was? Der gute Bären. Oh Mann, jetzt will ich aber auch Bärenschnaps. Was soll das? Frech. Habe ich noch was mitgenommen zum Verkaufen? Nee. Ich könnte das gebratene Fleisch eigentlich noch schnell verticken. Kann ich mir gerade laufen. Ja, halt. Oh, der schießt aber schön ins Blut, du Sapperlutsch. So, wir verkaufen mal hier das gebratene Fleisch. Die 10 Federn. Den einen Stein. Die freut sich sicher über den Stein. So, ich mach den noch 6 Steinäxte. Oder hat der genug? Ja, ja, den Bärenwein. Und den Kirschwein. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld in der Tasche. See you soon. Uiuiui. So. Boah. Wir nehmen die Beere noch mit. Bärenwein hat mich so überzeugt, den Mann jetzt selber. nein, die Idee ist grundsätzlich, dass wir Folgendes machen. Wir schmeißen die Beeren in den Komposthaufen, damit wir ein bisschen was haben. Weil Beeren geben mir nicht viel Nahrung. Aber wenn wir die verrotten lassen, dann können wir daraus einen guten Dung machen. Und können die Schweine so noch ein bisschen überbrücken. Bro, wir werden so viel Dung haben. Warum? Weil wir, keine Ahnung, 300 Fleisch haben, was eigentlich darauf... Ja, das ist aktuell noch einigermaßen gut. Und wenn man das brät, dann ist es wieder brauchbar. So läuft es also auch in dem Spiel. Ja, mehr oder minder, ja. Wollen wir stoppen? Set talk. Ist das... Das sind Banditen. Wo? Bei mir. Ich komme. Okay, ich mach mir mal ein paar Speere. Same. Noch leicht angetrunken. Tasche. Vier Speere. Ich habe jetzt den Mut, die anzugreifen! Attack! Ich gebe mir mal den. Du hast recht, die geben 5 Lebenspunkte pro Ding. Das ist ja insane viel. Echt? So ein Blatt, ja? Hab ich lieb. Aber manchmal glaube ich, dass das mit dem Baum. Seit da bin ich ein anderer. Nein. Das war ein glücklicher Zufall. Dass ich überlebt habe, weil ich so dumm bin. Nein. Nein, Alter. Versteh nicht. Wo sind die Banditen? Ja, warte noch. Du musst zu mir kommen. 100 Meter entfernt. Übrigens, willst du wissen, wie du die outplayst? Nö. Ganz einfach sogar. Du läufst mit dir den Kreis. So. Du machst einfach den hier mit. Easy. Alright, also folgendes.
Gib keine Banditen, ich hab dich einfach vermisst. Schön, dass du da Fuck. Bist. Nein. Da hinten, da wo das Feuer ist. Oh nice, ja, mit denen habe ich noch eine Rechnung. Warte mal, warte mal, warte mal. Von hier. Okay, 3. Boom, Headshot! Oh fuck. Oh fuck. Der hat eine Axt, eine Bronze-Axt. Ich lenk ihn ab, du tötest ihn. Uff, Hälfte der Lebenspunkte weg. Lul. Hat ganz irgendeinen Grund. Irgendwie seine Sachen aber nicht, ne? Lass die Pfeile rausziehen, ne? Ja, ich versuch sie erstmal zu finden. Aber ich glaube, die Hälfte davon ist irgendwie im Wasser. Oder? Ey, die haben echt viel. Die hatten echt viel dabei. Aha. Oh. Wollen wir nach Pfeile gucken? Was wir hier an Holzspeeren reingeworfen haben. Attacke! Hier. Du nimmst das hier. Komm her. Warte schnell. Ja, wo? Das war mir. Ja. Und jetzt trinken wir einen. Okay, wir trinken einen. Wo ist mein Stach? Kann ich nicht trinken. Das ist nur die Flasche. Fuck! Das ist schon leer gesüffelt. Naja. Schade. Ja, nett. Kohl, Münzen. Aber nichts getroffen. Das war ein Speerhagel. Da geht es darum, dass nicht alles trifft. Das ist psychologische Kriegsführung. Wir haben extra ein paar daneben geworfen. Wir haben genug getroffen. Die ersten, die auf uns zukamen, sind einfach mal umgefahren. So, ich nehme einfach noch alle Beeren mit. Das war nice. Solche Fights hätte ich ein bisschen, ne? Gerne. So. Ja, im Grunde genommen haben wir eigentlich noch gar nichts. Wie meinst du? Naja, wir haben noch keine Armbrust, noch nicht anständige Rüstung oder so. Wir sind einfach nur zwei Plebs mit Speeren. Ja, das reicht doch vollkommen aus. Ich würde gerne nach Hause. Guck mal da. Eisenaxt. Ja? Das war eine Eisenaxt, das war keine Bronzeaxt. Ja, sag dich doch, oder nicht? Du sagst es. Okay, da kommen gerade Wölfe. Ja, Eisen dann. Ich würde gerne nach Hause, um mal eine Nacht zu pennen. Um mal die erste anständige Nacht mit meiner Frau zu verbringen, weil die hat mich geheiratet und mich noch nie gesehen. Verständlich. Seit wir an dem Lagerfeuer geredet haben. Die war am Kräutersammeln und ich war irgendwo anders. Und seit da wirft sie mir auch vor, dass ich immer mit meinem besten Kumpel irgendwo an einem Lagerfeuer was trinken gehe. Was ich vehement natürlich negiere und sage, das stimmt nicht. Ganz wichtig. Den Komposthaufen habe ich übrigens hier. Vorher waschen. Die mag es, wenn nicht ungewaschen ist. Schwierig. Ich mache mal alle Beeren da rein. So, wir haben 74 Verdorbenes. Wir brauchen aber sehr viel Verdorbenes, dass da was geht. Ja, ich wasche mich vorher. Ist ja gut. I need to drink something. Immer diese Frauen, die eigentlich wollen, dass wir uns da verwaschen. Oh, das finde ich aber schön mit dem Brunnen, finde ich. Oder? Besser damit. So, dann noch schnell was trinken, damit man nicht dehydriert. So, ich gehe meine Frau beglücken. Hau rein. Du. Und was ist denn jetzt, oder? Ja, hier. What the fuck? Bro, hol mal einen Exorzisten. Hol einen Exorzisten, Mann. Was? Also bei mir schläft die bei dir. Im Bett, oder was? Ja. Steht sie bei dir. So, ich mach einen Schlafi-Schlafi. Ja. Mach mir einen Schlafi. Wie? How are all those candles lighting up by themselves? Oh! Wenn wir die Quests nicht machen, verlieren wir eine Reputation. Oh. Ja, minus 2 Reputation jetzt. Pro Quest? Mhm.
Also ist im Vergleich zu dem, was wir gemacht haben, natürlich ein Fliegenschiss, aber trotzdem gut zu wissen. So, es ist Herbst. Ja, yeah, mal wieder. Ich bin nicht so warm angezogen für den Herbst. Oh shit. So schnell? Das geht ja nicht. Hi, Honey. Hi, Honey. Ja. Hallo. Lass mich dich mal genauer ansehen. Achso, das kann ich so aussehen. Welcome, Husband. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Könntest du dieses Geld zum Kastellan bringen, um unsere Steuern zu bezahlen? Ah, ich kann sie losschicken, voll geil. Ja. Machst du das? Nicht so wichtig. Nein, noch nicht. Erst im Frühling. Wo finde Warum ich zahlen wir dann, den Händler? Zahlen wir dann doppelt, oder? Das beschäftigt dich im Moment. You will, my love. Goodbye. Steuern, 592. Ich weiß nicht, wann wir die zahlen müssen, um ehrlich zu sein. Kann das sein, dass es eigentlich sowas wie Verzugszinsen gibt, wenn wir eigentlich erst nächstes Jahr zahlen? Naja, also vielleicht Schulden zu können wir kriegen. Was können wir kriegen? Schulden. Achso. Schulden, ja. I know, I'm supposed to be working in this place, but what specifically should I do? Schatz, du musst Kräuter sammeln. Achso, die kann keine Kräuter mehr sammeln, deswegen putzt sie gerade die Hütte. Genau, das wollte ich gerade sagen. Vielleicht musst du sie jetzt nochmal zuweisen. Nein, ich muss sie nicht zuweisen. Ich muss ihr einen anderen Auftrag geben, weil wir die falsche Jahreszeit hier drin haben. Okay. Löwenzahn zum Beispiel gibt's halt nicht. Ich sehe doch in der Mine. Bro. Nee. Das mag jetzt verfremdlich klingen, aber ich mag meine Frau. I saw Stranger Things. Okay. Falsche Jahreszeit. In Arbeit. Ich mache einfach mal alle Pilze 5%. Edelreizer, ne? Oh, dann Steinpilz machen wir mal. Dann koche ich hier meine berühmte Steinpilzsuppe. I had a dream in which people were flying on broomsticks and playing. Ah, Status pausiert, moves. Status Freizeit. Na dann. Okay, ah, das habe ich jetzt. So. Ich ernte mal schnell die Karotten und erweitere das Feld auf eine 100er Parzelle. Jo. Also 100 Parzellen. Kommen die Hühner eigentlich raus? Ja, voll, süß. Oh, guckt mal. Wie viel haben wir mittlerweile eigentlich? Naja, ein Huhn, ein Hahn. Hey ho, hey ho, it's off to work I go. Deine Frau schiebt die Hühner wieder rein. Aber wahrscheinlich, weil es zu alt ist. Ja? Nein, sie ist reingelaufen und aus Versehen die Hühner reingeschickt. Ja gut. So. Also, wir haben ordentlich Karotten, immerhin. Warte mal, was war der Holzhacke, Holzschale. Bronzenspitzhacke, 100% ist hier, oder? Eimer? Wir haben einen Eimer hier. Ja. Ja, bitte. Größenbeschränkung erreicht. Ja, das geht nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Das größte ist 8x5. Dann halt 40. Stimmt das überhaupt? Was rechne ich da? Du sag mal.
Wann können wir denn unsere erste Näherei machen? Was hatte ich denn beim letzten Mal? Was hatte ich beim letzten Mal denn ausgerechnet? Einen Moment, schnell weg. Also das sind 5, ne? Das sind 10. Sind 20. Oui. Dann trotzdem das Größtmögliche. Ach so, das ist eine Plantage. Mein Gott. Also nochmal, Versuch Nummer 2. Natürlich ist die jetzt ist die Frage, ob die Plantage. Wir haben hier noch ein bisschen was Verdorbenes. Plantage. Wir haben sehr viel Verdorbenes noch, aber ja. Achso, nee. Hier sonst. Schon auf der gleichen. Ja, bei der Scheune, hinter der Scheune. Ja, ich sehe ihn. Ein bisschen höher. Wieder hier eigentlich schon noch gehen, so, ne? Ja, jetzt stimmt's. Okay. Die Plantagen sind größer. Ja, das wären jetzt 12 nach unten. 13 nach unten. Wie groß kann ich den eigentlich machen? Ja, das ist das Größte. 16 auf 12. Ich glaube, ich finde 100er besser. Dann diese Dimension, Chat. Dann würden wir es ein bisschen nach oben verschieben. Aber was mache ich denn mit dem zusätzlichen Platz? Oh, wir haben schon Kohl. Ja. Sammelst du das ein oder sammelt der NPC ein? Ich hab den, der ist gerade am Fischen. Ah ja. Und die Truhe hier ist absolut leer. Okay. Ja, ich hab die Sachen nicht wieder reingetan. Was war überhaupt hier drin? Fleisch, Fell und Federn. So. Ach, hier Rick, kann man Steinfälle machen. Bis wohin würdest du das Feld gerne haben wollen? Willst du hier oben auf dem Berg noch eine kleine Fläche haben, wo man laufen kann? Also so, dass ich es wieder ab hier nach unten ziehe? Also warte, ich zeig dir das mal schnell.
Das wäre dann, wenn das die Straße ist. Theoretisch von hier aus. Das wäre ja, das ganze Feld. Findest du oben noch genug? Ist noch genug Platz? Ja. Gut. Ja. Das Spiel kommt ohne Kämpfe aus, oder? Nee, du hast schon Kämpfe gegen Banditen, gegen Tiere und so. Was brauchte ich? Ich brauchte Stein, ich brauchte Stöcke und ich brauchte Feder, right? Warte mal schnell, dann können wir den Kohl, das Kohl hier auch mitnehmen, theoretisch. Ich nehme das jetzt mit. Dann mache ich meine berühmte Kohlsuppe. Oh ja, endlich wieder Kohlsuppe, Mann, let's go. Die Welt wird in Gas versinken. Naja, wir haben eigentlich, wenn wir das Ganze essen, haben wir eigentlich eine gewisse Toleranz. Uns juckt's da nicht. Ich furze gerne, dann bin ich schneller unterwegs. Ja. Ja, das getrocknete Fischfilet haben wir hier, Kohl haben wir da, noch mehr Kohl haben wir hier, Karotten, die Karottensamen kämen aber woanders hin, dann haben wir Zwiebeln, noch mehr Zwiebeln. Mir fällt gerade ein. Ich habe nichts von den Kleidern angezogen, ich habe sie nur dabei, aber kalt ist mir trotzdem nicht. Ich zieh die jetzt an, meine sexy Bommelmütze. Hier habe ich meinen sweeten Handschuh vergessen. Das sind keine Füße, das ist Heckantrieb, ja. Hier, guck mich an. Das ist meine neue Mütze. Weg? Hallo? Weg? Hallo? Okay. Komm mal her. Ich will mal sehen, ich will mal testen, wie es sich das trägt. Gib mal kurz. How about no? How about no? Okay. Felder Größe. Du, ich kauf jetzt ein Schema für Steinpfeile. Mach nur. Was für nur vier? Hä? 18 Mal, okay. Also. Interessant, das würde gehen. Okay, so, jetzt muss ich das noch umflügen. Das ist der größte Kack. Aber dafür haben wir nachher 200 Felder. Oh shit. Und noch eine einzige Holzhacke. Holzstamm. Weg, magst du mir ein paar Holzstämme bringen? Irgendwie schaltet er immer auf Durchzug, wenn ich was wissen will von ihm oder haben will.
du, keine Ahnung, was ist so. Irgendwie einfach nicht da. Ach, das ist deine Frau. What the fuck? Alter, was kosten die Dinger hier? Was kostet das? Ach was? So, wir müssen erstmal die Erfahrungspunkte dafür zusammenkriegen, um erst dann die Schemas verkaufen zu können. Ich verstehe es. Alright. Ja, ist ja nur ein Jahr vergangen im Spiel. Ja, passt schon. Besser als gar nicht, oder? Ja. Und mal eine andere Frage. Wie zum Henker... Oh. Wie zum Henker? Wie zum Henker kann der Typ hier Fische fangen? Der hat ja gar keine Köder oder so. Aha, gar nicht. Mein Angel. Der hat nix. Ich weiß es nicht. Guck in die Dings rein, aber ihr habt keinen. Ich habe ihn einfach umgewiesen, weil jagen konnte er nicht. Ja gut. Ich kann ihn wieder. Du kannst ihn auch umstellen. Man muss einfach im Jagdgebäude sagen, was er erholen soll. So, ja, nee, ich meine jetzt eigentlich grundsätzlich, wie er fischt. Damit ich es selber verstehe. Warte weg. Ich persönlich vermute, dass er. Bro. Weil er NPC ist, das da kann. Mal was anderes. Ja, yeah, mal was anderes, du. Warum hat deine Frau ein Hangover? Was ist ein Hangover? Naja, die säuft ein bisschen viel Wein. Ist die Alkoholikerin zufälligerweise? Wie redest du von meiner Frau? Ich stelle nur eine Frage. Ich rede gar nicht von... Sie ist gerade nämlich in der Dinghütte und quatscht da so ein bisschen rum. Ich weiß doch nicht. Ich kenne sie erst sehr kurz. Ich verstehe. Der Vegetarier des Mittelalters ist zu dumm, um zu jagen. Ja, also. Anders kann ich es mir auch nicht erklären. Wenn du so sehr Hunger leidest, nimmst du ja normalerweise alles. Exos macht die Felder, währenddessen weg meine Frau bespannt. Nein, tue ich nicht. Und herausfindet, dass sie eine Säuferin ist. Ich hoffe nicht. Nein, tue ich nicht. Das finde ich sehr schlimm, wenn jemand so Alkoholmissbrauch betreibt. Ja. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass in diesen Kisten, wo sie halt drauf zugreifen können, dass sie halt dort einfach keine Dinger mehr haben. Kein Alkohol mehr haben. Dann passt schon. Mal was anderes. How the fuck? Ja, nein. Aber das will ich eigentlich gar nicht wissen. Ich will wissen, wie man fischt. Du kannst an dem See nicht fischen. Du musst die Fische sehen. Werf ich nach Bäre danach, oder? Ja, ein Fischspeer wirfst du danach. Dafür brauchst du einen Fischspeer. Hier ist ein... Hier sind keine Fische. Ja, in dem See sind es keine Fische. Der NPC wird da wahrscheinlich fischen können, aber wir nicht. Neue To-Do an mich. Geh hin, fang ein paar Fische und wirf sie in diesen kleinen Teich, damit sie sich vermehren. Alte Tümliche. Fischzug. Aber ich habe gerade mal ein paar Pilze zusammengesucht. Die hier reingeworfen. Die da haben. Hier reingeworfen. In die Kiste hier. Ja, welche Kiste ist hier? Alchemiebude. Ich weiß immer noch nicht, wie es heißt. Kräuter. Kräuterhaus. Kräuterhaus. AK Alchemiebude. Okay. Düdüm.
Wenn jetzt jedes Feld einzeln zählt als 100, dann müsste ich jetzt, als 1, dann müsste ich jetzt dann 200 Punkte im Bau gemacht haben. Also jetzt dann bald 100. Magst du mir gleich sagen, wie viele Punkte wir bei Hausbau haben, bis wir das große Haus machen können? Oh, sieht das schön aus. Ah, ich weiß, was sie geupdatet hatten beim letzten Mal. Den Himmel. Der ist super schnell durchgerattert. Sah ganz komisch aus. Okay, Wick hört mir halt einfach hier gar nicht zu. Nein, das zählt hier nicht rein. Ärgerlich. Aber irgendwo muss das ja reinzählen, oder? Landwirtschaft? Diese verdammte Feldarbeit. Wack, lebst du eigentlich noch? Ich glaube, er ist gestorben. Ja, das passiert halt in Medieval. Ist nicht mehr. Ist gone. And we are moving on! Solche Gedanken. Sowas macht man sich. Das sind halt die Gedanken, die man sich macht, wenn man den ganzen Tag hier so ein Feld pflügt. Ja, das rodet. Da, ja, jetzt bräuchte ich wieder einen Holzstamm. So. Ich finde, der Herbst ist sehr schön dargestellt hier im Spiel. Hat schon was. Weg? Ja. Bist du wieder da? Ja. Okay. Weshalb? Wie bitte? Weshalb? Achso, weil du verschwunden warst und ich ja. Bei der Feldarbeit mich einsam gefühlt habe. Dachte, du seist gestorben. Nein. Muss jetzt das Dorf alleine aufbauen? Nein. Das ist sehr langweilige Arbeit hier, deswegen lasse ich das gerne von den NPCs machen. Stell dir vor, wir müssen das ganze Feld düngen. Ne? Da brauchen wir noch Leute für, die das machen. Und das stellen wir nachher sauber ein. Jetzt im Herbst dürften wir das Weizen machen können. Dann im Winter im Boden sitzt und im Frühling sprühst. Was treibst du eigentlich weg? Ich habe mich gerade mit einem Schwein mehr oder weniger unterhalten. Nicht unterhalten. Ich hab's. Mit einem Schwein. Unterhalten? So. Endlich, wie ich das gerade tue, also. Ich wusste jetzt schon immer, dass du einen inneren Schweinehund hast, aber... Harte Arbeit hier. Ja. Das ist irgendwie mit Humor verarbeiten. Nein. Ah ja, Kollege. So, das Feld ist fertig. Sehr gut. So gut, wenn diese ganzen NPCs die Felder machen, ne? Als Maul.
einfach Maul halten. Ich weiß nicht so, Diggi. Doch, doch. Oh, Alter, die sind ja schon durch, die Beeren. 31 Dung. Ist aber wirklich nicht viel, 31 Dung. Aus 300 Verdorbenem, ne? 31 Dung, bisschen mehr als 300. Wir brauchen langsam die Schweine. Aber dann müssen es sind zwei, es sind zwei. Ja, Moment. Schweine, ich verstehe. Ja, wir brauchen Schweine, um Schweine zu kriegen. Oh! Ihr Scheißhunde! Verpiss! Ich bin so tot. Ich bin so tot! Boah, I'm dying of thirst. Ich hab keine Ausdauer! Oh. Hui! Hui! Ich bin so tot! Tot! Ich verpiss dich, ihr hässlichen Grenviecher! Oh, ich hab überlebt. Mit 4 Punkte. Easy. What the fuck? Also Roggenkorn und Haferkorn brauchen wir. I need to drink something. Herbst in den Frühling, Roggenkorn, super. Jeez. Frühling in den Herbst. Ah, lustig. Roggenkorn wird also im Herbst angepflanzt und wird im Frühling geerntet. Und Haferkorn wird im Frühling angepflanzt und im Herbst geerntet. Also die zwei gehen hin und her. Verstehe. Und Weizenkorn kann das ganze Jahr wechseln, ne? Frühling, Herbst und dann vom Herbst wieder in den Sommer. Dann wird das geerntet. It's und wird im Frühling Ja, ja, time for a beverage. Jetzt, meine Fresse. Also, dann machen wir das so in der nächsten Folge, meine Damen und Herren. Werde ich die Felder in Angriff nehmen, dass wir die, dass wir die auf entspannte Art und Weise bewirtschaften lassen können. Ja? Das heißt, wir werden 50... werden wir mal mit, weiß ich gar noch nicht, Frühling, Winter, Herbst, ja, wir werden hier das mal in Angriff nehmen, den Rest können wir gar noch nicht machen. Karotten können im Winter angepflanzt werden? Oh, sweet. Was hat Wreck jetzt angegriffen? Schwein, Hunde oder Rindvieh? Die haben, also so wie ich Wreck kenne, haben sich die alle verbündet, um gegen ihn loszugehen. Also da wird ein Ochse, ein Wildschwein und ein Wolf werden gesagt haben, lass uns den gemeinsam angreifen. Und dann sind die losgezogen. So oder so ähnlich, ja. So kenne ich ihn. So, aber eben in der nächsten Folge. Das heißt, like the lesson, komm wieder lassen und wir bauen das Dorf in der nächsten Folge weiter aus. Ich freue mich drauf. Bis dann.